Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Horizon 4 oder Forza Horizon 4. Das nächste Rennen, das nächste Sprintrennen steht an und ich werde dieses Rennen mit dem Porsche bestreiten. Und ja, mal sehen, wie wir uns schlagen werden, auf was für Gegner werden wir treffen. Waterhead Sprint. Sehr geil. Ich würde sagen, wir starten, auf geht's. Mal sehen, wie unser Porsche hier sich schlägt. Wie gesagt, es ist ein Sprintrennen. Das heißt, es gibt einen Startpunkt und einen Zielpunkt. Und jetzt müssen wir natürlich nur noch an die anderen Autos da vorbeikommen. Wir sind mittlerweile im Sommer angekommen. Okay, das hat uns gut getan, da dass der uns ein bisschen ausgebremst hat. Ich konnte es gerade noch so abfangen. Wir haben zumindest erstmal keinen Platz verloren weiter. Aber wir sind natürlich ein bisschen zurückgefallen. Das ist nicht so gut. Nicht so gut. Aber guck mal, der Porsche, der gibt Gas. Der gibt Gas. Ich glaube, wir sind auf dem ersten Platz, ja. Der liegt halt auch sehr gut hier auf der Strecke, der Porsche. Das ist Wahnsinn. Der liegt auch sehr gut hier auf der Strecke. Wir sollten aufpassen, dass ich hier nicht rausrutsche. Das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Und immer schön durch die Checkpoints fahren. Ach, im Sommer sieht das auch alles. Im Sommer sieht das auch einfach alles herrlich aus hier. So, den Checkpoint haben wir. Den kriegen wir auch hier vorne. Und dann sind wir auch schon am Ziel. Wow. Sehr geil, sehr geiles Rennen. War ein guter Auftakt, muss ich sagen. Wir haben einiges an Vorsprung rausholen können dann noch am Ende. Super. Das passt. Dann geht's weiter. Mir gefällt dein Fahrstil, weil ich jede deiner Qualifikationsrunden schon so lange im Voraus vorbereiten kann. Deinem Kalender wurden neue Veranstaltungen hinzugefügt. Das kriegt man hin. Also, wir hätten hier das nächste Querfeld-Einrennen und hier das nächste Straßenrennen. Wo geht's denn da hin? Da geht's dort oben lang. Hier unten und da oben ist das Ziel. Dann wären wir da. Ich würde sagen, komm, da fahren wir hin. Das machen wir als nächstes. Querfeld-Ein haben wir jetzt schon eine ganze Weile schon nicht mehr gespielt. Deswegen wollen wir einfach mal schauen, was uns da erwartet. Und wie gesagt, das ist von der Kilometer her auch nicht so weit weg. Oh, der hat sich gerade in Luft aufgelöst hier vor mir. Okay, wir bleiben im Prinzip auf der Straße hier. Und da sind wir auch schon. Wunderbar, komm, lassen. Dein Ziel erreicht. Das nehmen wir auch an. Wir spielen natürlich wieder einmal Solo und das geht mit dem Buggy am besten. Na gut, wir fahren ja auch Querfeld ein, ne? Es ist ja auch eigentlich logisch, dass wir hier mit dem Jeep fahren. Ah, die Autos sehen so geil aus. Windmühle, Querfeld ein, Rundstrecke. Wir geben unser Bestes. Auf geht's. Querfeld ein, Rundstrecke. Okay. Macht mal Platz, ich komme. Meine Güte, die blockieren natürlich alles hier, ne? Oh mein Gott, Sprung, oder? Ach ja, Jemine.
ist gar nicht so schlecht gelaufen. Der hier vorne eiert ein bisschen. Bleib mal schön auf der Strecke, Kollege. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah nee, das ist sogar Sprint. Alles klar. Wir roken hier natürlich alles, um was geht, ne? Die armen Schafe hier. Wir machen mal wieder ein bisschen Musik an. Oh, hier waren wir auch schon. Moment, wir müssen hier hoch. Wo geht's weiter? Dort oben ist das nächste Ziel. Alles klar. Hätte ich fast übersehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht gut. Wo müssen wir jetzt hin? Hier rüber. Ey, das ist mal ein richtig geiles Rennen, muss ich sagen. Das ist mal ein richtiges geiles... Oh Gott. Oh ja, komm, das schaffen wir. Ah, wir haben noch einen relativ großen Vorsprung. Aber wir sind doch schon fast am Ziel. Wunderbar. Einmal hier durch und dann sind wir, glaube ich, auch am Ziel, ne? Jawohl. Das passt super. Erster. Abgeschlossen. Wow. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Und jetzt gib uns mal ein Auto. Wieder nur Schuhe. Aber naja, wir nehmen sie mit. Warum nicht? Die Fahrer in der letzten Runde haben die Landschaft zu sehr bewundert, anstatt ein Rennen zu fahren. Mach hier nicht denselben Fehler, okay? Mach ich nicht. Bis in Runde 4. Viel Spaß. Dankeschön. Super. Pass auf. Die Weltschnellsten. Sowas wollte ich schon immer mal machen. Klar, es ist ein Unternehmen, aber ich finde, mit den Weltschnellsten kann wirklich jeder die Welt von Horizon erleben. Und du kannst ein paar echt unglaubliche Autos fahren. Das ist gut, aber ich möchte auf jeden Fall jetzt, wir sind ja hier unten. Hier haben wir noch so ein Rennen. Das ist auch wieder ein Sprintrennen. Ja, komm, da wollte ich sowieso hin. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ah, wir sind hier schön auf dem Horizon Festival. Das ist echt ein richtig, richtig cooles Gelände hier. Was haben wir denn? 1,3 Kilometer. Wir könnten natürlich hier querfeld einfahren. Aber die Frage ist, mit was wir im Auto fahren. Also ich würde auf jeden Fall wieder mit dem Porsche fahren. Der Porsche ist... Das Porsche ist ein richtig schönes Auto, muss ich sagen. Der fährt sich nämlich richtig gut. Und da sind wir. Du hast dein Ziel erreicht. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, Auto wechseln. Wir könnten natürlich auch mal wieder mit unserem Audi fahren. Genau, wir fahren mit dem Audi. Oh, wir hätten oben mit dem Porsche fahren können. Ach, schade. Ich wäre gerne wieder mit dem Porsche gefahren. Aber, naja, da muss halt unser Audi TT mal wieder dran glauben. Auf geht's. Cotswold Supersprint. Auf geht's. Und los. Er hat eine schöne Beschleunigung auf jeden Fall, ja. Ah, ist natürlich auch nicht so gut. Der schlittert ein bisschen. Der schlittert auf jeden Fall mehr als der Porsche. Ah, da muss man aufpassen hier. Der ist wirklich... Ah, der bricht auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Der bricht auf jeden Fall sehr viel aus hier. Wahnsinn.
Okay, wir sind aber auf dem dritten Platz. Und relativ nah am ersten, wollte ich gerade sagen. Okay, wunderbar. Oh, sehr schlecht. Aber wir haben schon noch einen kleinen Vorsprung rausgefahren, ja. Okay, wie weit haben wir denn? 61% haben wir geschafft. Sehr gut. Jetzt kommen ein paar kleine Kurven hier. Oh mein Gott, der geht echt ab hier. Okay, hier fahre ich lieber ein bisschen vorsichtiger über die Brücke. Ich habe den auch ein bisschen getunt, den Audi. Das kann man im Haus machen, da wo wir unser Haus gekauft haben. Da kann man die Autos auch tunen. Und ich habe ein bisschen Geld ausgegeben und den Audi auch ein bisschen getunt. Also der hat auf jeden Fall richtig gut Power hier. Und wir hatten auch einen relativ großen Vorsprung hier eigentlich. Aber ich würde auf jeden Fall gerne in der Folge noch dieses Schaurennen machen. Da würde ich auf jeden Fall gerne noch hinfahren. Und das ist zwar das hier hinten, das die Schaurennveranstaltung. Sommer auf dem Horizon. Der Himmel ist blau, die Vögel singen und in der Luft liegen Gerüchte über Klassiker in Scheunen. Hilfst du mir beim Suchen? In 400 Metern links abbiegen. Ich helfe dir beim Suchen, wenn ich mal Zeit habe. Links abbiegen. Ich würde aber gerne erstmal, wie gesagt... Oh, die Blitzer haben auch noch mitgenommen, ja. Sehr gut. Die aktuellen Charts. Na, hier ist sogar noch ein Blitzer. Auf der Strecke, wunderbar. Sehr gut. Ah, aber auch nur zwei Sterne bekommen. So, wir fahren jetzt mal in die Gegend hier hinten, wo wir noch gar nicht weiter waren. Vielleicht wäre hier auch so ein neuer Aussichtspunkt irgendwo in der Gegend. Na, doch nicht alles kaputt machen hier, meine Güte. 5 Kilometer haben wir noch. Ich würde sagen, querfeld ein, oder? Guckt doch mal die schönen Felder an hier. Wahnsinn. In 400 Metern rechts abbiegen. Okay. Ja, ja, alles gut. Ich muss erstmal wieder irgendwie aufs... Ich muss ja auf jeden Fall erstmal wieder irgendwo auf eine Strecke kommen. Links abbiegen. Nee, nee, ich fahre ja querfeld ein. Alles gut. Das sind ja nur 3 Kilometer. 400 Metern rechts abbiegen. Das wäre schön, wenn ich hier irgendwo noch eine Strecke finden würde. Eine Straße. Hier vorne kommt eine Straße wieder. Okay. Ah. Oh mein Gott, da sind doch noch die, da sind sogar die Spiegel abgefallen jetzt vom Auto. Nicht gut, aber das Auto fährt noch. 100 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Ah, ein paar Zäune machen wir kaputt. Das ist auf jeden Fall sehr gut. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Wunderbar. Bin ja gespannt, ob ich wieder ein neues Auto kriege, um dieses Schaurennen zu machen. Du hast dein Ziel erreicht. Sehr gut. Aber ich muss hier runter, oder? Ja, hier ist das Schaurennen. Wunderbar. Wollen wir die Veranstaltung mal betreten? Protokoll 165 FD wird initialisiert.
Na, dann wählen wir das mal aus. Oh, diesmal sogar gibt's wieder einen Buggy. Hey, das ist Halo. Sehr geil. Ha. Okay. Das Halo Experience Schaurennen. Wegen der fortschreitenden Bedrohung durch eine zunehmend fokussierte Allianz wird das gesamte UNSC-Personal im Fronteinsatz aufgefordert, am folgenden Training teilzunehmen. Nach Abschluss der Übungseinheit ist es erforderlich, die Ergebnisse dem Flottenkommando des UNSC zur Evaluierung zu übermitteln. Okay, ich bin dabei. Oh, herrlich. Oh mein Gott. Sehr cool. Kannst du mich hören? Hab gehört, ihr braucht ein Taxi. Cortana an Kilo Alpha, perfektes Timing. Wir sind hier fertig und bereit zum Loslegen. Wow! Abholung abgebrochen. Tut mir leid, Cortana. Ich muss das Ungeziefer abschütteln. Bestätigt, Kilo Alpha. Ich scanne nach einer neuen LZ. Chief, geben Sie Gas. Bringen Sie uns hier raus. Mach ich. Krieg ich hin. Was ist das für ein Ort? Ich weiß nicht. Sieht mir nach einer Art Befestigung aus, aber sie wurde seit Jahrhunderten nicht genutzt. Ist das ein Spartan? Wir schaffen es also doch noch nach Hause. Okay, neue LZ gefunden. Die Zeit drängt. Dieser Ring wird in 3 Minuten atomisiert und wir wollen nicht hier sein, wenn das passiert. Oh mein Gott. Marines, ich habe die Koordinaten ins Navi übertragen. Wir werden in 3 Minuten rausgeholt. Okay, ich beeile mich. Schauen Sie sich diese uralten Behausungen an. Sie sehen fast bewohnt aus. Einfach geradeaus hier. Im Gelände haben wir bessere Chancen, den Banshees auszuweichen. Alles klar. Das kriege ich hin. Da kommt noch einer. Na, großartig. Oh mein Gott. Banshees im Anzug. Schüttel sie auf. Zwischen den Bäumen da. Kriege ich hin. Kriege ich hin. Hier drin sind jetzt 2 von uns. Oh Mann. Cortana an alle Luftunterstützungseinheiten. Lass mich, lass mich. Ich schicke Ihnen die Koordinaten für eine LZ zur sofortigen Evakuierung. Wiederhole, alle Luftunterstützungseinheiten zur LZ. Cortana, ich habe grünes Licht von 5 Pelicans. Oh, das ist so geil. Tun die Marines trefft besser bald dort ein. Cortana, ich kann euch dort entlang nicht folgen. Das ist so geil, ey. Wahnsinn. Das macht so viel Spaß, ja. Die Regierung ist eher beunruhigend. Komm schon, beeile dich ein bisschen. Natürlichen Ursprungs. Echo! Das gefällt mir nicht. Kein Kontakt mehr. Kilo Alpha, hört mich jemand? Kilo Alpha? Wow! Oh, shit. Schick. Deutlich, Cortana. Schön, Sie wiederzusehen, Pilot. Ich möchte nicht ohne Sie bei der LZ ankommen. Das ist so geil. Oh mein Gott, wo fahren die denn lang her? Ich war da aber eigentlich vorne, oder? Jetzt bin ich wieder nicht vorne. Großartig. Ah, das macht Cortana an alle Einheiten. Die LZ ist genau vor uns. Nur noch 30 Sekunden, bis die Superstruktur des Rings kollabiert. Das macht so viel Spaß, ey. Boah, heftig. Okay, 90% haben wir. 500 Meter noch, dann sind wir da. Ja, ich werde es hinkriegen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir schaffen es nicht. Na klar, werden wir es schaffen. Pilot, das wäre ein sehr guter Zeitpunkt zum Verschwinden. Ah, Mist. Ich bin hier echt nochmal angeeckt am Ende. Horizon Festivals abgeschlossen. Upload der Ergebnisse zum Flottenkommando des UNSC erfolgt. Wunderbar. Ah, das hat so viel Spaß gemacht hier. Ich finde das so gut, dass sie das hier mit Halo reingebracht haben. Richtig geil. Jetzt gibt mir endlich mal ein Auto hier. Wieder nur Kleidung. Na wunderbar.
Aber was für ein geiles Schaurennen. Das haben sie richtig gut gemacht hier mit Halo. Es hat echt Fun gemacht. Weißt du noch diese Taxifahrersache, die ich erwähnt hatte? Die mit den Supersportwagen? Ich habe mich darum gekümmert. Komm zu mir und ich erkläre sie dir. Gut, super. Kriege ich hin. Was ist das hier eigentlich? Ah, das ist eine Tafel. Warte mal, wir sind hier gerade. Wir könnten hier natürlich zu Fortune Island. Haben hier aber noch eine Dirt-Serie. Dann würde ich sagen, dann geht's ab mal schnell noch zu der Dirt-Serie. Mal gucken, wie kommen wir da am besten hin. Am besten hier durchs alte Flussbett durch. Okay, hier sind wir schon. Ich würde sagen, komm, Veranstaltung betreten. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Diesmal nehme ich einen Porsche. Und dann geht's los. Gott bewahre, da würde mir übel. Aber diese orchestrale Musik höre ich mir sicher noch einmal an. Könnte sogar ins Programm von Timeless FM passen. Okay. Estmod Rallye-Strecke. Und das nur mit Sportwagen. Okay. Auf geht's. Oh mein Gott, ich bin erstmal hier voll am Durchdrehen. Eieieiei, okay. Bin auf Position 8 gelandet hier. Ist auch wieder nur ein Sprintrennen hier. Wir machen mal das Radio aus hier. Müssen wir mal ein bisschen konzentrieren. Oder wir machen ein anderes an. Komm, wir kommen ein bisschen näher. Es geht so noch über einen Schotter hier, na großartig. Komm schon an dem vorbei, jawohl, sehr gut. Rutsch nicht so. Ist gefährlich. Oh Gott, das war eine schmale Brücke hier. Komm, gib Gas, wir sind immer noch auf dem ersten. Unser schöner Porsche hier, der wird dreckig wie Sau, ey. Das gibt's nicht. Nein, mach dich auf die Strecke zurück. Ja, genau deswegen. Meine Güte, lass mich mal durch hier. Oh Gott. Schwierig, aber wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Und wir sind sogar durch. Oh, wunderbar. Super, geil, hat Spaß gemacht. Und haben sogar den BMW geschlagen. Klasse. Horizon,
wir das Spielen im Matsch sehr, sehr ernst nehmen. Willkommen in Runde 5. Dankeschön. So, super, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind hier, wir hätten hier ein Querfeld-Einserie. Haben wir hier irgendwas noch? Ne, hier haben wir sonst nichts in der Gegend. Wir hätten hier eine Straßenzähnerin und noch sogar einen Blitzer, den wir mitnehmen könnten. Aber das hier ist ein bisschen kürzer bis dahin. Dann würde ich sagen, wir fahren da noch hin und starten im nächsten Part gleich dann das nächste Rennen. 1,6 Kilometer, ja, das geht schon. Ist natürlich hier wieder über den Schotter, aber das ist okay. Wir dürfen wieder mit unserem Buggy fahren, denke ich mal. Ach, die Blumenfelder, die gefallen sowieso niemanden. Die Blumenfelder gefallen sowieso niemanden. Und da sind wir. Ziel erreicht. Sehr schön. Strand, Querfeld ein. Machen wir aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin euer Basti. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.